So. Boah. Habe ich es geschafft? Save State. Mega Man X, I have lost to you again. Oh Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Each defeat only makes me stronger and serves to bring you closer to your ultimate doom. But something is not right. I don't quite understand. Why did Zero? He is last of the Doctor's creations. Ah! Zum Glück gab es Saves in diesem Spiel. Boah, Mega Man, drück mal dein Kreuz durch, ey. Joined by his friend Zero, Mega Man X gazes out over the sea. Sigma has once again been destroyed, but X wondered if the fighting will truly end. Was Dr. Light's dream of a world in which reploids and humans live together in peace merely a dream? The price of peace is often high, X thinks to himself. Who or what must be sacrificed for it to become reality? And when the time comes, will he be able to do it? The future holds the answers, or... So, Abschluss. Mega Man X2, Cast. Cast, Schade, keine Bilder. Ja, das war's dann mit Mega Man X2. Das ist, glaube ich, das Parallelprojekt zu Star Trek Elite Force 2. Auch wenn Elite Force 2 deutlich mehr Videos haben wird als das hier. Ich vermute, hier bin ich jetzt so bei 20 Videos. Gut, aber mal gucken, wie ich das dann problemlos. Ich glaube, ich werde es gar nicht lösen. Ich werde es einfach laufen lassen. Gut, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play. Ja, was Let's Play ich denn mal? Ach, gucken wir mal. Ihr werdet es sehen.
Ich habe ja auch immer noch das Ankündigungsvideo, aber ich kann euch ja jetzt schon sagen, davon wird das eine oder andere Projekt definitiv wegfallen. Ja. Meinem Hals geht's auch immer noch nicht wirklich gut, aber ich kann schon wieder besser schlucken als vorher. Also jetzt nicht schlucken im sexuellen Sinne, sondern... Ach, egal. Ja, wir sehen uns dann bei den nächsten Projekten wieder. Was ich aber wohl machen werde, ist, ich werde auf jeden Fall nochmal die Kunst des Mordens der Marionettenspieler fortführen. Da hatte ich ja technische Probleme, aber die haben sich offenbar erledigt. Ich habe nämlich ein paar Testaufnahmen gemacht und die funktionierten einwandfrei. Ich habe auch noch die alten Speicherstände, also kann es da durchaus weitergehen, aber ich will hier auch wieder nichts versprechen. Ich habe ja immer gesagt, wenn ich mir ein Projekt ankündige, dann halte ich es mir vor, ob ich es wirklich mache oder ob ich doch sage, nee. Ja, ob ich jetzt hier Mega Man X3 noch machen werde, weiß ich nicht. Ich will ja auch natürlich nicht so wie Shumaru kopieren oder sowas, aber ich habe ja schon mal gesagt, was ich davon halte. Wenn er das Spiel nun mal gemacht hat und ich es auch mache, habe ich Pech gehabt. Oder er Pech, je nachdem, wie man sieht. And you as Mega Man X Power Speed. Ja, ihr werdet es auf jeden Fall sehen in den nächsten Tagen. Heute werde ich auf jeden Fall noch... Heute ist der 20.05. Thank you for playing, presented by Capcom. Danke ich euch nochmal fürs Zuschauen. Ich werde nachher noch den Rest, die restlichen Parts von Sherlock Holmes, ja, Jack the Ripper hochladen. Von der Wiederaufnahme. Und dann wird's morgen auch losgehen. Morgen der 21.05. mit Mega Man X2 und Elite Force 2. Aber wenn ihr das hier seht, habt, ist das sowieso schon passiert. Bis dahin.